Ich bin Uwe Albrecht, bin Arzt, bin Autor, bin Systemconsultant, bin Lehrer, Vater und ich glaube ein bisschen verrückt. Und ich möchte euch heute ein bisschen was erzählen zum Thema Hier, Jetzt und Selbst. Themen, die für uns scheinbar so normal sind. So viele Menschen sagen, ich bin im Hier und Jetzt oder ich habe den Ecki gelesen und ich finde das toll und ich will jetzt auch im Jetzt sein. Ja gut, das klingt alles sehr schön, nur die meisten Menschen, die ich erlebt habe, sind eben nicht im Hier und Jetzt und schon gar nicht im Selbst, auch wenn sie davon reden. Insofern stimmt auch meine Einführung überhaupt nicht, weil ich bin derzeit gar kein Arzt. Ich war mal Arzt, manchmal tue ich das auch noch. Im Jetzt bin ich einfach nur hier und rede. Dann bin ich auch nicht Autor, weil ich schreibe gerade nicht. Das habe ich seit anderthalb Jahren nicht gemacht, weil ich gerade keine Zeit hatte, weil ich auch mal zwischendurch eine Business School aufgebaut habe, die ich jetzt aber auch gerade nicht mache. Also insofern bin ich auch jetzt kein Consultant. Auch wenn ich gestern einer war für eine Firma in Australien, aber jetzt bin ich einfach nur hier. Und ich möchte euch in diese Themen hineinführen aus einer philosophischen und sehr praktischen Sicht und möchte euch Beispiele geben, wie ihr diese Technik anwenden könnt für ganz, ganz viele Lebensbereiche. Ich bin vorgestern Abend bei einem Interview gefragt worden, was würde ich mit einem Heroinabhängigen tun? Und ich würde genau das Gleiche tun, was ich euch jetzt zeige. Und als wir in diesen Raum reinkamen, habe ich wahrgenommen, der drückt, der ist nicht frei, der ist nicht wirklich gut. Und ich werde euch live zeigen, was ich mit diesem Raum mache. Es ist genau das Gleiche wie mit dem Heroinabhängigen. Das würde ich auch tun mit jemandem, der unglücklich verliebt ist oder wo die Beziehung gerade bröckelt oder jemand, wo die Kreativität nicht fließt oder Prüfungsangst oder Pickel oder Asthma oder keine Erektion. Es ist mir völlig egal, was die Menschen haben an Leiden, an Wünschen, an Themen. Als allererstes müssen sie in ihre Präsenz kommen. Das heißt, sie müssen ihr Potenzial entdecken. Und da habe ich ein wenig geforscht. Ich forsche sowieso schon eine Weile mit Innerweis seit 20 Jahren. Das ist ein wunderbares und mittlerweile sehr weit verbreitetes Diagnose- und Therapiesystem geworden, Coaching-System. Und wir haben sehr, sehr viele Menschen, die es weltweit für sich selber, aber auch mit Klienten und mit Systemen anwenden. Und insofern war da dieser Bereich Heilung, Selbstheilung sehr gut entwickelt. Auch wie man es dann für komplexe Systeme anwendet. Was aber noch fehlte, war ein ganz tiefes Verständnis von Leben. Es gab immer viele Fragen, was Leben ist, was ist Überleben, was ist Leben, wie komme ich von sekundärer zu primärer Lebensenergie. All diese Fragen waren lange da. Es fehlten aber immer ganz essentielle Bausteine. Und diese essentiellen Bausteine kamen jetzt im Jahr 2017 und in die möchte ich euch führen. So, fangen wir mal an. Was ist Zeit? Was ist jetzt? Gibt diesen wunderschönen Ausspruch vom braven Soldaten Schweg, wir treffen uns nach dem Krieg um 12 auf dem Marktplatz. Und den möchte ich mal als Leitspruch verwenden. Nach dem Krieg heißt zuallererst, beenden wir mal den Krieg. So, der Krieg, den wir alle führen, das sind die Spiele und Tricks, die wir spielen. Das sind die Manipulationen, die wir durchführen, mit denen wir Angst kaschieren, mit denen wir Kontrolle ausüben. Und lasst uns mal in Schritt Nummer eins, den Krieg beenden, also Spiele und Tricks beenden. Und ich führe euch jetzt eine Arbeitsweise, die sehr, sehr viel mit Zeichnungen zu tun hat und wo ihr die Zeichnungen stellvertretend für die Realität therapiert. Also die Zeichnung ist nicht nur eine Zeichnung, sondern die Zeichnung wird eine Blaupause eines komplexen Systems, in dem wir Sachen sichtbar machen und die wir dann therapieren in der Zeichnung stellvertretend für das komplexe System. Also wir analysieren die Realität durch die Blaupause und wir therapieren die Realität durch die Blaupause. Funktioniert fantastisch. So, wenn wir das erste nehmen, das nennen wir mal Games and Tricks. So, wir haben bei Games and Tricks natürlich immer zwei Seiten. Wir sind Täter und Opfer. Wollen wir uns die mal anschauen? Wir malen mal einen Kreis für das T, den Täter, und einen Kreis für das O, das Opfer. Ich möchte jetzt als Beispiel für die Arbeit, damit ihr es auch nachvollziehen könnt und anwenden könnt für alle anderen Lebensbereiche bei euch, diesen wunderbaren Raum hier nehmen, unter dem Dach eines Schweizer Hotels. Etwas älteres Kaliber mit einer langen Geschichte und ich glaube, ein bisschen was hängt hier oben noch drin. So, die Täterseite und die Opferseite, diese beiden Kreise repräsentieren also die Flächen, die Blaupausen der entsprechenden Spiele und Tricks, die wir als Täter anwenden und die wir als Opfer
erdulden, erlauben, einladen, wie auch immer. Wenn ich diesen Raum nehme, dann muss ich mir erstmal klar sein, wofür stehen diese Flächen noch? Diese Flächen stehen für Eigenes und Fremdes, was wir also aus uns heraus tun oder erlauben oder von Fremden durch uns wirken lassen. Die stehen für Bewusstes und Unbewusstes und die stehen für Sachen, die in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wirken. Wenn ich jetzt diesen Raum wahrnehme, dann kann ich diese Fläche scannen und schauen, wo auf dieser Fläche befinden sich Irritationen, die Spiele und Tricks repräsentieren. Also ich scanne mal und das kann man wunderbar machen. Ich kann mit der Hand jetzt diese Blaupause scannen, die ist ja jetzt ein Lebewesen entfällt geworden. Damit hat sie einen Klang und sie hat harmonische und disharmonische Bereiche. Insofern kann meine Hand scannen und sagen, überall wo Harmonie ist, geht sie glatt durch. Wo eine Disharmonie ist, bleibt sie hängen. So, da bleibe ich hier hängen. Hier ist irgendwas. Hier ist was. Hier ist was. So, das war es jetzt schon auf der Seite als Täter. Als Opfer ist hier unten etwas. Hier noch. Oh, hier sind einige. Ah, reicht noch nicht, noch eins. Nee, noch eins. Ah. Gut. Ich kenne ein bisschen die Geschichte des Hauses. Insofern spielt das natürlich mit rein, aber es würde auch funktionieren, wenn ich die Geschichte des Hauses nicht kennen würde. So, um das zu kontrollieren, ob diese Abbildung stimmt, nehme ich den Armlängentest. Der ist sehr einfach. Ich nehme meine Arme und sage mal, ich zeige euch mal, wie der funktioniert. Das legen wir mal weg. Ja, Arme kommen zusammen. Nein, Arme treffen sich nicht mehr. Für euch zum Üben, ihr sagt ja, bringt die Arme nach vorne, wie es komfortabel ist. So 5 cm Abstand. Dehnt noch mal ein Stück. Ja, und dann berühren sie sich und ihr seht, die Daumen haben die gleiche Länge. Sage ich Nein, dann werden meine Arme natürlich auch zum Nein. Also mein Körper wird zu der Antwort, so wie der Balletttänzer zum Drachen wird und nicht mehr Anton Meyer heißt. So, also der Drache, ja, das Nein, meine Arme sind das Nein. Ich bringe sie nach vorne, wieder den 5 cm Abstand, sehe schon eine Differenz, strecke nochmal, die Differenz wird größer. Ich bringe sie zusammen und sage, okay, so sieht ein Nein aus, sehr, sehr einfach. Also, wir checken jetzt mal, stimmt die Aussage hier? Nein. Zu viel? Nein. Zu wenig? Ja. Die vorhanden an der richtigen Stelle? Ja. Okay, müssen wir weitersuchen. Da oben hat sich einer versteckt. So, stimmt die Aussage? Ja. Alle an der richtigen Stelle? Ja. Gut. Nächste. Stimmt die Aussage? Nö, auch nicht. Alle an der richtigen Stelle? Nein. Fehlt irgendwas? Nein. Oh, da stimmt irgendwas. Die passen, das passt nicht. Das muss etwas weiter hier rüber. Das ist eigentlich an der Stelle. Stimmt's jetzt? Gut. So, jetzt haben wir eine exakte Blaupause. Das heißt, wir haben jetzt alles abgebildet, was an Spielen und Tricks hier in diesem Raum stattgefunden hat. Der Raum steht natürlich fürs Haus auch und für die Geschichte. Jetzt würden wir therapieren. Ich habe jetzt mal keine Heilkarten da. Normalerweise nehme ich Heilkarten. Innerweis ist ein System, was Heilkarten hat. Im Sinne von Toren, das heißt, wir haben so kleine Papierkärtchen, die sind Tore zu den Wesen des Heilmittels. Das ist ein bisschen anders als Homöopathie oder Schulmedizin. Die haben einfach über Jahrhunderte die Heilmittel eingesperrt in Gefängnisse. Da hatte ich keine Lust zu, diese armen Mittel zu kastrieren, klingt böse, aber einzusperren. Also auch die Homöopathie, so wie die Schulmedizin, so wie die Phytotherapie, hat eine Essenz eingefangen, eine Energie, eine Chemikalie eingefangen, in eine Pille, in ein Zuckerkügelchen oder eine Tinktur getan und hat dann gesagt, du bist jetzt eine Arnika D30 oder du bist jetzt eine Brennnesseltinktur oder du bist jetzt mein Beta-Blocker. Das mögen die Mittel nicht so wirklich. Wenn man die Mittel als lebendige Wesen versteht, dann sind sie lebendig und möchten auch so geachtet werden und lieben ihre Freiheit. Wenn ich jetzt also nicht mehr einsperre, sondern ein Tor konstruiere, über das ich dann durch dieses Tor das Mittel erreiche, das Wesen des Mittels erreiche, also im Grunde ein Upload meiner individuellen Thematik zum Wesen des Heilmittels durchführe und dann vom Wesen des Heilmittels die individualisierte Antwort als Download durch dieses Tor zurückbekomme, so wird das jeder Digital Native verstehen. Die Älteren vielleicht nicht, aber die können ja gerne weiter eingesperrte Mittel verwenden und sich dann wundern, dass sie nicht so richtig wirken. Also, wir machen also dann einen Upload von einer Thematik, die wir auswählen, durch ein Tor
zu einem intuitiv gewählten Heilmittel und machen einen Down, bekommen Download der Antwort, das dann hier an der Stelle wirkt und dann die Realität verändert. Klingt vielleicht ein bisschen komplex und abstrakt, aber ihr werdet sehen, dass ihr es auch könnt. Und ich würde euch empfehlen, einfach schon mal Papier und Stift zu nehmen und schon mal parallel zu zeichnen. Das heißt, ihr fangt jetzt mal an. Ihr nehmt jetzt eine Situation aus eurem Leben, eure berufliche Situation, die Beziehung, das leere Konto, der Hüftschmerz oder der Kopfschmerz oder völlig egal, was ihr habt, das Kind, was gerade Drogen nimmt oder die... Ihr werdet genug Themen haben, ich bin mir sicher, ich brauche da keine Vorschläge machen. So, ihr verwendet diese Thematiken und nehmt so ein Blatt Papier, schreibt eins oben drüber, Games and Tricks. Ich schreibe mal hier unten noch drunter und nenne es Zimmer. Ihr schreibt dann bitte was anderes drunter, nämlich genau eure Thematik. Dann macht ihr die Kreise und platziert schon mal die Kreuze an den Stellen, wo Irritationen sind. So, ihr könnt ja mein Video anhalten, bis ihr fertig seid. Ich rede schon mal weiter. So, jetzt haben wir also Thematiken und ich würde jetzt als allererstes gucken, womit würde ich denn beginnen? Was würde ich zuerst auflösen? Das mache ich wieder intuitiv. So, hier auf der Seite, dort beginnen, kontrolliert mit dem Armlängentest, nein. Auf der Seite beginnen, kontrolliert mit dem Armlängentest, ja. Das, nein, das, nein, das, ja, das, nein. Ich kann es auch fühlen, sagt, das Ding leuchtet sowieso am meisten. Ja? Das ist so, als ob der Punkt, der zuerst geklärt werden möchte, die meiste Energie hat und wie so eine rote Lampe leuchtet und sagt, nimm mich, nimm mich, nimm mich, ich bin der Erste. Du bist es, okay? Nochmal, du bist es, dich kreise nochmal ein, Nummer 1. Da ich jetzt keine Heilkarten habe, werde ich sie virtuell verwenden. Ihr könnt natürlich die Heilapotheke nehmen, die gibt es im Buchhandel von Innerweis. Ihr könnt die kostenlose App nehmen, ihr könnt, wenn ihr, egal welche Werkzeuge ihr habt, ihr könnt auch andere Werkzeuge versuchen, nur bitte bedenkt, eingesperrte Heilmittel, auch Bachblüten sind eingesperrte Heilmittel, haben nur einen sehr begrenzten Kompetenzrahmen, nennen wir es mal so. Stellt euch so einen Apothekerschrank vor mit 8 Schubkästen. Ja? Und der erste Schubkasten oben heißt Struktur, der darunter heißt Biochemie, der nächste heißt Rhythmus, der nächste heißt Mentales, dann Emotionales, Energetisches, Seelisches und Unbekanntes, das ist alles, was wir noch nicht wissen. Das sind die 8 Schubkästen, die wir haben. Wenn ich an unsere Situationen bestehen aus komplexen Mustern dieser 8 Schubkästen. Ja, also ob Kopfschmerz oder leeres Konto oder Beziehungskrise, ist es immer eine Mischung dieser 8 Schubkästen. Wenn ich jetzt ein eingesperrtes Heilmittel verwende, das ist genauso wie ein Fachidiot, ein Spezialist, dann wird dieses eingesperrte Heilmittel vielleicht in der Biochemie wirken oder in die Emotionen wirken oder vielleicht ein bisschen im Mentalen und in der Biochemie wirken. Aber es gibt kein einziges eingesperrtes Heilmittel, was in allen wirken kann. Das kann es nicht. Das kann nur das ursprüngliche Wesen eines Heilmittels. Und Heilmittel kann vieles sein. Das kann Musik sein, das können Pflanzen sein, das können Klänge sein, das kann Kräuter, Buchzitate, alles Mögliche kann als Heilmittel fungieren. Das heißt, du hast sowieso immer alle Heilmittel, die du brauchst in deinem Leben um dich herum. Du brauchst nur an den Bücherschrank gehen oder deinen MP3-Player anmachen oder auf die Wiese gehen. Es ist immer alles da, was du brauchst. Nur bitte, sieh es nicht mehr als ein fixiertes, eingesperrtes Wesen, sondern sieh das, was du hast, als Zugang, als Tor zum Wesen des Mittels. So, also die freien Mittel, diese man sozusagen durch ein Tor erreicht, können allen 8 wirken. Wenn ich diese Mittel zur Verfügung habe, kann ich jetzt auch plötzlich in allen 8 Schubkästen agieren. Ich bin also kein Fachidiot, kein Spezialist mehr, sondern ich werde plötzlich zum Generalisten. So, als Generalist hast du natürlich völlig andere Berufschancen. Auch Google würde dich einstellen, weil die stellen ja keine Spezialisten ein. Was sollen die mit Fachidioten? Also auch beruflich interessant, Generalist zu werden. Der kann sich nämlich anpassen und weiterentwickeln. So, also wir haben jetzt hier dieses erste Thema, was geklärt werden möchte. Und da ich keine Heilkarten da habe und seit 20 Karten, die aber 20 Jahren, die in- und auswendig kenne, visualisiere ich es jetzt einfach mal. Ich scanne mal virtuell, welche Heilsysteme es wären und nehme die Tore und lasse die Energien durchwirken. Und dann schauen wir mal. So, also. Das Thema ist das erste. Ah, okay. Das ist das.
Brauchst du noch mehr? Nein, gut, das Thema haben wir erledigt. Ich streich es mal durch. Wie gesagt, ihr könnt so arbeiten rein virtuell. Ihr könnt natürlich jetzt auch Daheimmittel draufstellen. Ihr könnt auch Fragen stellen, was es ist. Wie lange besteht das Thema schon? Mehr als 5 Jahre? Nein. Mehr als 4 Jahre? Ja. Ist es mein Thema? Nein. Hängt das mit jemand anders zusammen? Ja. Trage ich das für den? Ja. Das sind alles Fragen, die könnt ihr mit dem Armlängentest stellen. Also wenn ihr den Detektiv in euch beglücken und befriedigen wollt, nehmt den Armlängentest und stellt kluge Fragen. Er wird euch antworten. Und ansonsten am Ende müsst ihr es irgendwie auflösen und dafür braucht ihr ein bisschen Hilfe. Ob ihr jetzt einfach nur Liebe hineinschickt oder Licht oder dann doch lieber das Wesen eines Heilmittels, eines Krautes oder ein bisschen Mozart, ist dann eure Entscheidung. So, jetzt gucken wir mal, das haben wir erledigt. Was heißt denn damit miterledigt? Das ist noch da, das ist noch da. Das gibt es gar nicht mehr, das hat sich miterledigt. Das hängt nämlich an dem dran. Ich mache mal eine Verbindung. Hier, das ist noch da, das ist noch da. Die sind hier alle schon weg, die hingen an dem mit dran. Wunderbar, das ist ein System für Faule, man muss nicht so viel tun, wenn man so intuitiv arbeitet. So, das nächste wäre hier drüben, nehmen wir mal den hier. Du bist also unsere Nummer 2. Was möchtest du denn haben? Jetzt sind wir bei dem Haus, fragen wir doch mal, wie lange das schon besteht hier. Mehr als 10, mehr als 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Das ist ein Thema, was zwischen 70 und 80 Jahren alt ist. 70 bis 80 Jahre. Jahre alt. Schreiben ging auch schon mal besser. So, 70 bis 80 Jahre alt. Ihr seht, ich musste Arzt werden, die Schrift ist furchtbar. So, das ist also ein älteres Thema, was sich immer noch in diesen Räumen auswirkt. Mehr muss ich, glaube ich, gar nicht wissen, weil jetzt kann ich nämlich, wenn ich definiert habe, das ist 70 bis 80 Jahre alt, dann können die Heilmittel, die ich jetzt wirken lasse, nämlich dort wirken. Die wirken nicht im Jetzt, sondern die lösen das Thema dort auf, wo es herkommt. So, was brauchst du? Ich gebe das nur rein virtuell rein. So. Passt, Thema erledigt. Sieht einfach aus, he? Ist auch. Macht total Spaß. Das Thema gibt es noch, das gibt es nicht mehr. Oh, guck mal, das war eine gute Arbeit. Wir haben nur noch ein Thema abzuräumen, dann können wir zum nächsten Nummer 2 kommen. Du bist jetzt also die Nummer 3. Wie alt bist du denn? 10, älter, Zukunft. Das ist ein Zukunftsthema, ist ja auch spannend. Das ist ein Thema, was aus der Zukunft bereits hier reindrückt. Das ist eh so eine komische Einstellung von Menschen, dass sie glauben, dass nur die Vergangenheit die Realität beeinflusst. Das stimmt überhaupt nicht. Zeit ist nicht linear und die Zukunft beeinflusst sie genauso wie die Vergangenheit. Und jetzt hören wir endlich mal auf, die Zukunft zu diskriminieren. Die ist nämlich genauso wichtig wie die Vergangenheit. Aber da kommen wir gleich im nächsten Schritt zu. Also das hier ist hier ein Thema aus der Zukunft. Das heißt, ich schicke die Heilmittel jetzt nicht in die Vergangenheit und nicht in die Gegenwart. Ich lasse sie in der Zukunft wirken, damit ich das Thema hier auch wegkriege. Für mich, ich gehe mit dem Finger so ein Rad durch. Ich habe die ganzen Heilsysteme, die ich entwickelt habe, in so einer Art von Rad im Kreis angeordnet. Und wenn ich da lang gehe, weiß ich genau, welches ich brauche und wie ich es aktivieren muss. Deswegen nicht wundern, meine Bewegung so ist einfach so mein inneres Bild von verschiedenen existenten Heilsystemen. Thema erledigt. Sind wir mit diesem Blatt fertig? Ja. Das war Blatt 1 für dieses Zimmer. Oder für euch, halt für euer Thema. Kommen wir zu Blatt 2. Blatt 2, wir nennen es mal das Jetzt. The Now, the Power of Now. Ja. So, wenn wir das Jetzt nehmen, dann müssen wir Folgendes bedenken. Menschen rennen immer nur zu Therapeuten wegen negativen Ereignissen in der Vergangenheit. Ist okay, ist aber nur ein Viertel der Wahrheit. Alles, was nicht im Jetzt sich befindet, muss ja irgendwann anders sein. Das heißt, es ist dann halt in der Vergangenheit oder in der Zukunft. So, das heißt, wir machen mal eine Zeitachse. Das ist die Zeitachse, hier ist die Zukunft, das ist die Vergangenheit.
Jetzt legen wir mal fest, hier wäre das Jetzt. Hier war eure Zeugung oder die Zeugung dieses Hauses, wenn wir das Haus therapieren. Hier ist der Tod des Hauses. Irgendwann wird es halt auch mal platt gemacht. So, jetzt haben wir hier diese Zeitachse. Jetzt nehmen wir noch eine zweite Achse dazu, nämlich die des Jetzt. So, das ist die Zeitachse. Und das hier oben, das Grüne ist das Jetzt. Und bei dem Jetzt müssen wir Folgendes unterscheiden zwischen Plus und Minus. Positive Verhaftungen werden hier oben markiert, negative Verhaftungen hier unten. So, was sind positive Verhaftungen? Wann war euer schönster Kuss? Jetzt gerade? Nicht, schade. In der Zukunft noch schader. Gibt es das Wort schader? Keine Ahnung. Also noch mehr schade. Vergangenheit, ja, schön. Sagen wir mal, der schönste Kuss war hier. Der, mit 18, der erste Kuss, der war hier. Ja, toll. Wenn der da war, kann er nicht mehr heute sein. So, wann seid ihr denn das erste Mal verletzt worden? Meine Mama, mein Papa. Hier irgendwo, gut. So können wir auf diesen Achsen lauter Punkte markieren. Gehen wir mal anders vor, ein bisschen abstrakter. Wenn hier in der Mitte das Jetzt ist, und zwar dieser eine kleine Punkt in der Mitte ist das Jetzt, dann ist das, was an positiven Verhaftungen irgendwo in der Zeit fixiert ist, nämlich eine Erwartung für die Zukunft oder eine Fixierung in der Vergangenheit, befindet sich irgendwo hier oder da, aber nicht hier. Das heißt, ich kann dann gucken mit dem Finger, hier ist sozusagen, das wäre 0% ist im Jetzt an Positivität, hier wäre 100%. Dann kann ich mit dem Finger scannen, wie weit komme ich denn von 0 bis 100 Richtung Jetzt. So, also alles, was an Positivem schon irgendwo fixiert, festgenagelt, an die Wand gehämmert oder wie auch immer fixiert wurde, kann ja nicht hier auf dieser Achse sein. Also gehe ich mal für diesen Raum durch, Positives, komme ich bis hier. Das heißt, der Bereich fehlt, der ist gar nicht anwesend. Der befindet sich irgendwo hier oder hier. Jetzt machen wir das Gleiche fürs Negative. Negative Fixierungen, Verfestigungen in der Vergangenheit oder in der Zukunft, die uns davon abhalten, im Jetzt zu sein. Beim Negativen kommen wir gar nicht allzu weit. Das heißt, so, hier haben wir gerade mal 10% verfügbar, hier haben wir vielleicht so 23% verfügbar im Positiven. Das heißt, der ganze Bereich fehlt und der Bereich fehlt. Dieses Haus kann also gar nicht ins Jetzt kommen. Das ist natürlich etwas, was die Menschen, die hierher kommen, hier Seminare geben, die hier wohnen, die hier essen, auch wahrnehmen, dass dieses Gebäude nicht in der vollen Präsenz ist. Also man geht so ein bisschen in ein Museum, ehrlich gesagt. So, das wollen wir mal ändern. Wenn das hier fehlt, also nochmal grundsätzlich, weswegen Menschen zu Therapeuten rennen, ist dieser Quadrant. Alles, was daran verfestigt wird, nämlich Negatives in der Vergangenheit, glauben sie, therapieren zu müssen oder mit viel Aufwand und Geld von Therapeuten therapieren zu lassen. Ja, schön und gut. Sie übersehen nur, dass es drei weitere Quadranten gibt, die genauso wichtig sind, weil denn jetzt ist es völlig egal, ob du aufgrund einer Fixierung in der negativen Vergangenheit, weil du mit 13 mal irgendwie mit dem Fahrrad auf die Nase gefallen bist oder ob du mit 12 dein schönstes Erlebnis beim Schlittschuhlaufen hattest, oder ob du etwas in die Zukunft projizierst, sozusagen ein Feuer in der Zukunft anmachst und sich jetzt schon daran wärmst, wenn du mal dann vielleicht, ja, oder dadurch, dass du in irgendwas reingerutscht bist, da schon verplant wurdest, etwas Negatives in der Zukunft sich aufbaut. Denn jetzt ist es völlig egal, ob du dort, dort, dort oder dort fixiert bist. Das heißt, ich kenne ehrlich gesagt keinen Menschen, der zu einem Therapeuten rennt, sagst du, ich habe ein Riesenproblem. Ich hatte meinen schönsten Kuss mit 22. Können wir mal bitte daran arbeiten? Ja, können wir da mal irgendwie analytisch mit Pillen irgendwas tun? Ich möchte das auflösen. Ich habe ein Problem. Ich kenne keinen Menschen. Das macht kein Mensch. Ja, die rennen alle nur wegen diesem einen Quadranten zu ihren Therapeuten. So, riesenneues Arbeitsfeld für Therapeuten. Positive Verfestigungen klären. Macht garantiert mehr Spaß als negative. Ich war glücklich. Hilf mir. Gut, kein Problem. Also, alle vier Quadranten sind entscheidend. Das, was hier fehlt, können wir jetzt mal unterteilen. Also, wenn das hier fehlt, das kann ich unterteilen, wie viele Anteile fehlen dort. Einer geht bis hier, der war ein bisschen größer.
ein kleiner. Machen wir es mal hier für das Haus. So. Der, der hier ist, der geht interessanterweise in die Zukunft, und zwar nach dem Tode des Hauses. Auch spannend. Der, der hier ist, nee, der will hier rüber. Der will hier hin. Der geht dorthin. Der will auch dorthin. Der will auch dorthin. Und der geht in die Zukunft. Das Gleiche machen wir fürs Negative. Das, was im Negativen fehlt, ist das alles. Das muss sich ja auch irgendwo befinden. Ihr seht, es geht ganz intuitiv, ganz fix. So, der hier möchte hier hin. Der hier möchte dahin. Ja, der möchte an zwei Orte. Der hier möchte dorthin. Der hier möchte dorthin. Der möchte dahin. Der Große hier möchte, der möchte in zwei Richtungen. Der möchte dorthin und dorthin. Der möchte dahin, dahin, dahin. So, jetzt hat er folgendes Muster. Ihr habt hier eine etwas Ungleichverteilung. Hier ist also mehr die Vergangenheit betroffen als die Zukunft. Ihr werdet aber Themen bei euch. Ich hoffe, ihr macht es jetzt. Ihr habt also euer Thema jetzt auf Platz 2 hier jetzt. Ihr habt diese Zeitachse gemacht. Ihr habt die Jetztachse gemacht. Plus und Minus rangeschrieben. Mit dem Finger geguckt, wie weit ihr bei eurem Thema bis ins Plus, also vom Plus her bis in die Mitte kommt und vom Minus her bis in die Mitte kommt, was also an Verfestigung euch davon abhält, im Jetzt zu sein. Und dann könnt ihr das so zuordnen. Und dann habt ihr jetzt lauter Punkte, die zu therapieren sind, nämlich all die Punkte, die hier irgendwo entstanden sind. Der, 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 das ist zweimal, der hier, der, 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 der. Das ist ein bisschen Arbeit, ne? Das sind eure Patienten, Klienten, wie auch immer ihr sie nennen wollt. Die möchten alle therapiert werden, damit die Energie, die hier fixiert ist, zur Verfügung steht und hier von beiden Seiten bis ins Jetzt kommt. Wenn ich euch das in 3D mal zeige, ist es wie eine Art von Wirbel, wie ein Wasserstrudel, ein Wasserstrudel, wo sie sagen, es einsammeln müsst, damit ihr euch dann am Ende bis in die Mitte bewegt und hier ins Jetzt kommt. Im Positiven oder unten im Negativen einsammeln müsst, damit ihr hier bis ins Jetzt kommt. Das Jetzt ist genau in der Mitte. So, das ist jetzt ein bisschen Arbeit. Jetzt gucken wir wieder. Ja, ich hoffe, wie gesagt, ihr habt euer Thema aufgeschrieben, unten drauf geschrieben, wie euer Thema heißt. Und seid vielleicht erstaunt, wie wenig ihr im Jetzt seid. Wenn das euer Zustand eurer Beziehung wäre, würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Da ist gerade nicht mehr viel von da. Bitte, wenn keine Präsenz, was soll da resonieren? Ja? Klingen und Spaß machen. Also, wir fangen an. Wer von euch ist der Erste? Der hier möchte zuerst therapiert werden. Wir therapieren zuerst mal die Zukunft. Interessanterweise einen Punkt, der aus Plus und Minus kommt. So, den machen wir mal auf. Sagt, hallo, wer bist du denn? Müssen wir mehr zu dir wissen? Nein, dürfen wir dich einfach so therapieren? Ja. Ich gehe jetzt wieder durch meine virtuellen Heilsysteme durch. Lass die da wirken. Manchmal sind die so stark, dass ich ein bisschen zucke, nicht wundern. Es ist so wie ein Stromschlag kriegen. Und dann nehme ich sie sozusagen, bitte sie um Unterstützung, mache gerne die Augen dazu, dann sehe ich sie besser. Und dann lasse ich sie wie Energie in diese Punkte hier hineingehen. Sozusagen da geht die Energie rein. Das ist ein bisschen komplexer, da braucht mehr. Jetzt haben wir. Den haben wir raus. Jetzt müssen wir mal eine andere Farbe durchstreichen, sonst sehen wir hier nicht mehr durch. Eins ist erledigt. Mal den Haken mal ran. Was hat sich denn bitte mit erledigt? Der ist noch da, der ist noch... Oh, der ist mit weg. Auch erledigt. Der ist noch da, der ist noch da, der ist noch da, der ist mit weg. Der ist auch mit weg. Der ist da und der ist da. Gut. Erste Aktion war erfolgreich. 1, 2, 3, 4 Themen mit einem Schlag. Das ist ja, erinnert mich an dieses Märchen mit dem alten Schneiderlein mit den, ich glaube, Fliegen. Hat nicht 7 auf einen Schlag, aber immerhin schon 4. Also weiter geht's. Wer ist der Nächste von euch? Du bist dran. Ich gehe mit dem Finger rüber. Der Finger, wenn ich die Frage im Kopf habe, welches Thema will als Nächstes geklärt werden, geht der Finger rüber und bleibt genau an dieser Stelle stellen. Nämlich genau dieses Thema möchte jetzt als Zweites angeschaut werden. So. Machen wir das Thema wieder auf. Das ist so für mich das Thema Öffnen, sagen Hallo.
Wer bist du? Bei dem müssen wir weiteres wissen. Erste Frage, seit wann? Das ist immer eine schöne Frage. 10 Jahre, 20 Jahre, 30. Das ist ungefähr 23 Jahre her. Ja, wenn man jetzt irgendwie in die Annalen gucken könnte, würde man herausfinden, was vor 23 Jahren hier geschehen war an Trauma. Das Haus ist traumatisiert worden, das Trauma hängt noch. Das Haus hat sich dann einen Teil seiner Zeit ist dort eingefroren worden. Das passiert übrigens auch, wenn wir überfordert sind und in eine Art von Schockstarre gehen, bleibt unsere Zeit stecken. Als Ganzes, manchmal auch nur Organe, manchmal bleibt die Beziehung in der Schockstarre stecken. Ja, dann ist sie nicht mehr da. Das Haus ist hier stehen geblieben vor 23 Jahren, einmal kurz geschockt worden. Was auch immer hier geschehen ist, lösen Sie es mal auf. Thema des Hauses, nein. Schöne Frage noch, ist es ein Thema des Hauses? Nein. Trägt das Haus das Thema für jemand oder etwas anderes? Ja. Das heißt, irgendjemand hat hier mal etwas abgeladen. Ich habe hier übrigens auch schon ganz komische, wilde Veranstaltungen erlebt. Ich habe mal ein Seminar gegeben, da fand eine Hochzeit statt. Es endet in einem Drama der Hochzeitsleute. Sie haben sich angeschrien. Auch so eine Sachen gehen natürlich nicht spurlos an Räumen vorbei. So, aber ich glaube, sie hatten trotzdem Spaß am Ende. Zumindest die Leute, die zugeschaut haben, ist Hochzeitspaar nicht so. So, vor 23 Jahren, Thema reingehen, auflösen. Oh, das war einfach. Das war ein System, das nennt sich MindCoach, ein Kartensystem, was ich entwickelt habe. Genau davon kam eine einzige Karte hier rein, hat das Thema aufgelöst. Thema ist weg. Manchmal geht es einfach. So, was haben wir denn noch weg? Das ist noch da. Das ist noch da. Oh, das ist ein Doppelthema. Das haben wir auch mit weg. Jetzt sind wir schon bei 3 auf einen Streich. Das ist noch da. Das ist mit weg. 4 auf einen Streich. Das ist noch da. Das ist noch da. Naja, wieder 4 auf einen Streich. Das wird wohl nichts mit dem braven Schneiderlein heute. Nächste Thema. Interessanterweise das in der Zukunft als nächstes. Du bist jetzt also Nummer 3. Müssen wir dazu irgendwas wissen? Nein. Hat vielleicht damit zu tun, was irgendwann, wenn dieses Gebäude mal weg ist, was dann mit dem Land passiert, wie damit umgegangen wird oder was auch immer es sein wird, weil es ist nach dem Tode des Gebäudes. Das ist natürlich spannend. Also wer weiß, was dann hier vorgesehen ist oder passieren könnte. Was aber jetzt schon verhindert, dass das ganze Potenzial im Jetzt sich befindet, weil schon hier etwas fixiert ist. Ah, sogar eine positive Geschichte, die hier passiert. Ja, sehen Sie, vom Positiven kommt. Gut. Trotzdem nicht gut. Da wäre der Lebensweg des Gebäudes, des Landes gestört worden. Es gibt so ein Therapiesystem, das nennt sich das 13. Element, was sich mit dem Lebensweg beschäftigt und den in den 13 Dimensionen analysiert. Und genau daraus kam gerade 1, 2, 3 Heilmittel. Aus dem kamen da rein, um das aufzulösen. Reicht aber fertig? Nein. Kam noch ein anderes, das heißt Bravehearts. So, Thema ist erledigt. Jetzt können wir noch mal gucken. Das habe ich vergessen zwischendurch. Wir waren ja beim Positiven, waren wir bis hier vorhin. Wo stehen wir denn jetzt? Jetzt sind wir schon hier. Wow. Das heißt, wir haben den Weg hier schon zurückgelegt. Im Negativen sind wir schon hier. Das heißt, wir haben schon den Weg zurückgelegt mit der Arbeit gerade. Wir sind also viel mehr in diesem Gebäude, in diesen Räumen im Jetzt angekommen. Sind aber noch nicht fertig. Das Thema ist noch da. Das Thema ist nicht da. Das ist weg. Das Thema ist noch da. Nein, auch mit weg. Das Thema ist noch da. Nein, auch mit weg. Wieder 4 auf einen Streich. Das Thema ist noch da. Gut. Wer ist der Nächste? Der hier, der vor der Zeugung des Hauses. Also bevor jemand dieses Haus erdacht hat und an dieser Stelle begonnen hat zu bauen, ist hier etwas, in dem Fall auch was Positives gewesen, was aber doch zu einem Stillstand in der Zeit geführt hat. Nehmen wir das, klären das. Du bist jetzt also Nummer 4. Machen wir den Raum auf und sagen Hallo. Müssen wir mehr zu dir wissen? Nein. Können wir gleich die Heilmittel einsetzen? Ja. So, der Detektiv will mal gerade nichts.
leg den Finger drauf, um das Thema zu aktivieren, um das den Fokus zu halten. Geh durch die vorhandenen Heilmittel durch. Aktiviere, dass was kommt. Das System heißt Lebespiel. Das beschäftigt sich mit der Thematik, wie weit wir aus dem Überleben ins Leben gehen, in Eigenverantwortung und aus Opferrollen raus. Innerweis hat dazu ein paar Werkzeuge geschaffen, die stehen da zur Verfügung. So, das reicht sogar. Ist das Thema weg? Ja. Thema ist erledigt. Die feinfühlig unter euch sind, können mich ja nachkontrollieren. Ihr werdet es ja genauso sehen und spüren. So, das hier ist erledigt. Das hatten wir alles schon. Das hier ist das noch da, ist mit weg. Das heißt, alle Punkte sind erledigt. Wir müssten also jetzt von beiden Seiten genau in der Mitte ankommen. Von der Seite her kommen wir, von der Seite her auch. Okay. So, das heißt, wir haben es jetzt geschafft, das Zimmer aus einem Museum zeitlich betrachtet ins Jetzt zu bringen. Das ist schon mal ein großer zweiter Schritt. Ich hoffe, ihr könnt das dann mit eurer persönlichen Thematik genauso nachvollziehen. So, kommen wir zum dritten Schritt. Der dritte Schritt lautet das Hier. Also wir sind jetzt schon einig, Krieg ist vorbei nach dem Krieg. Um 12, auch schon klar. Jetzt kümmern wir uns um den Marktplatz. Das ist das Hier. Im Hier, ich bin im Hier und Jetzt, Here and Now, das ist das Hier. So, wir hatten also mit Zeit, mit Jetzt haben wir die Zeitkomponente, die Zeitdimension uns angeschaut. Jetzt gucken wir uns die Raumdimension an, das ist was völlig anderes. Und viele Menschen bringen Hier und Jetzt, werfen das zusammen in einen einzigen Topf, das funktioniert nicht. Ich kann nicht Raum und Zeit als eins bezeichnen, das sind zwei verschiedene Dimensionen. So, jetzt kümmern wir uns mal um die Raumdimension. Dafür nehmen wir wieder eine schöne, einfache Grafik, eine wunderbare 2D-Grafik. Wir machen, das haben wir mal in Rot gemacht, wir machen eine Torte. Diese Fläche beschreibt Raumräume. Wir legen mal hier in der Mitte eine Achse fest, einen Ausgangspunkt, das wäre sozusagen 12 Uhr, das ist der Ausgangspunkt. Und jetzt müssen wir zwei Qualitäten von Räumen unterscheiden. Die eine Qualität von Räumen beschreibt aktuelle, angemessene Räume, die lebendig sind. Also zum Beispiel für mich aktuell ist lebendig, dass ich hier sitze und rede. Es ist lebendig, dass meine Frau dort drüben sitzt und mich anlächelt und ich sie liebe. Das ist auch lebendig. Und es ist lebendig, dass der Kameramann hinter der Kamera sitzt und zuschaut und ich auch ziemlich begeistert ist, glaube ich. Das ist lebendig. Dass morgen früh ein Seminar stattfindet in der Schweiz, ist nicht lebendig, das ist in der Zukunft. Wenn ich dort mit meiner Aufmerksamkeit schon wäre, wäre ich nicht mehr voll hier. Auch nicht mehr lebendig ist der Stau auf dem Weg hierher ins Hotel oder mein Aufenthalt in Berlin oder was auch immer da gewesen war. Das ist alt, das ist tot, das ist abgeschlossen. Ich bin jetzt voll hier. Und das macht eine andere Präsenz, als wenn nur ein Teil von mir hier wäre. Wenn also nur 5% von mir da wären und 95% in zukünftigen und vergangenen Räumen hängen würden, dann würdet ihr von mir nicht allzu viel mitbekommen. Ja, das wäre so, da ist ja nicht viel da. Der leuchtet ja gar nicht. Kann er auch nicht, weil er nicht da wäre. So, meine Aufgabe, wenn ich dieses Video aufnehme, ist hier zu sein, im Jetzt zu sein, damit ich euch etwas vermitteln kann. Also, gucken wir uns das mal an. Wir haben also lebendige Räume, die sind angemessen, und wir haben tote Räume, die sind sinnlos. Sinnvoll, sinnlos. Lebendig, tot. So, und wenn wir uns das anschauen, die Lebendigen sind die, in denen wir aktuell aktiv sind. Die toten Räume sind die, die überhaupt keine Rolle spielen. Die können in der Zukunft sein oder in der Vergangenheit. Wir alle erschaffen in Interaktionen mit Menschen in Situationen ständig neue Räume. Das ist so, wir haben sozusagen ein Haus, an dem wir ständig Räume anbauen. Wir alle haben Millionen von Räumen.
wenn ich dieses Gebäude nehme, jede Party, die hier stattfindet, jeder Workshop, der hier stattfindet, jeder Mensch, der hier essen kommt im Restaurant, erschafft eine Art von Beziehung und damit einen Raum. Das heißt, dieses Haus hat unglaublich viele Räume und noch sehr viele alte Räume, die keinen Sinn mehr machen. Und die binden natürlich Aufmerksamkeit und Präsenz. Deswegen kann das Haus auch nicht leuchten. So, wenn wir das jetzt mal grafisch darstellen, dann nehmen wir das mal wieder für das Haus und sagen, okay, hier, da ist der Ausgangspunkt, wie viel Prozent auf der Tortenscheibe, das wäre 100%, wie viel ist denn lebendig hier in dem Haus? So, als ich das Haus das erste Mal kennengelernt habe, vor ein paar Jahren für einen Workshop, war das Lebendige gerade mal hier. Da waren wir vielleicht, naja, noch nicht mal bei 1 Uhr, also weniger als 5% war lebendig. Mittlerweile durch die ganze Arbeit, die hier gemacht wurde, von diesem wunderbaren Team vom Zielverein, geht die Lebendigkeit bereits bis hier. Das ist ein repräsentativer Wert. Ich habe jetzt ungefähr 300 Leute begleitet mit diesen Arten von Grafiken und Workshops, die ungefähr auf diese Art von Wert kommen, zwischen hier und hier, also zwischen 5% und ein Viertel selten, eher so 20% ist der normale Anteil der lebendigen Räume. Das ist schon mal toll, das ist lebendig, das lebt, das macht Sinn, da kann man sich dann aufhalten. So, warum bitte ist das nicht komplett lebendig? Warum? Wo ist der Rest? Ja, warum bunkere ich meine Präsenz in irgendwelchen toten, stinkenden, mit Hundescheiße gefüllten Räumen, in die ich immer wieder reintapse und dann mit der Kacke an den Füßen wieder zurücklaufe in meine lebendigen Räume und die versiffe? Das ist ja das, was jeder Coach-Therapeut kennt. Er erzeugt eine wunderbare Situation. Dem Klienten geht es toll auf der Liege, der Klient geht zurück, wird von einer Freundin angerufen, ja, oder kriegt seine Steuererklärung oder der Mann kommt nach Hause mit irgendwelchem Knatsch. Und schon rutscht der Mensch wieder zurück in alte Verhaltensweisen, in alte Themen. Das ist so, wie man geht in den Raum, wo noch die Hundescheiße auf dem Boden liegt. So, also, wir könnten dann unterteilen, wir brauchen die Millionen Räume von nicht zählen, aber wir könnten unterteilen, welche Arten von Räumen gibt es. Welche Arten von Räumen erlauben wir und haben sie zugelassen. So, wenn wir das Gebäude hier nehmen, so die eine Art würde bis hier gehen. Die nächste Art, oh, die ist aber groß, die geht bis hier. Nächste Art. Ihr seht, es geht ganz so intuitiv. Ich hoffe, ihr macht das jetzt parallel für euer Thema nebenbei schon. Die nächste Art geht bis hier. Die nächste Art geht bis hier. Ich glaube, das reicht dafür erstmal für den Überblick. Wir haben also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Arten von toten Räumen. So, zukünftige Räume ist der hier. Der ist in der Zukunft. Das ist natürlich auch, das sind die Hoffnungen der Inhaber, was hier alles stattfinden kann, der Menschen, die hier arbeiten, wie das aufblühen kann, wenn das mal komplett saniert ist und wunderschön gemacht ist und tolle Veranstaltungen hier stattfinden. Das fühlt sich so an wie die Vision der Menschen, die das hier besitzen und beleben, was hier alles stattfinden kann. Das ist aber auch Zukunft, das ist nicht jetzt und nicht hier. Damit haben wir also schon die Vision da drinne, und ihr merkt, sogar eine Vision kann blockieren. So, jetzt gucken wir mal weiter. Das ist hier vom Gefühl her, dieses Haus hat eine große Vergangenheit, auch regionalpolitisch. Ja, also hier sind einige Sachen, haben hier stattgefunden in der Regionalpolitik für die Region, die Community, die hier lebt. Das nennen wir mal Regionalpolitik. Ehemalige Inhaber haben wir hier. Interessanterweise hier auch. Das ist, wenn ich mit den Fingern rübergehe, dann wenn ich über dem einem Raum bin, dann tauche ich wie ein in ein Wesen. Das heißt, ich bewege mich dann da drin und sage, hallo, wer bist du, wie heißt du? Das ist so, als ob man in einen Klangraum reinkommt und die Musik identifiziert. Genauso ist es für mich, wenn ich dann mit dem Finger über diese Blaupause gehe und an der Stelle bin. Das hat was zu tun, ich teste hier nebenher mit der Fingermethode noch,
Die zeige ich euch vielleicht noch. Das ist im Grunde eine Knutschmethode. Ihr habt also die lange dünne und den kurzen dicken. Und die wollen sich küssen. Und dann, wenn sie beide wollen und das klappt, dann kommen sie zusammen und machen auf den Mund. Und jetzt, das geht also beim Ja, funktioniert das so. Beim Nein ist es so, die lange dünne kommt, bleibt hier stehen und sagt, du hast Mundgeruch. Kurz dick sagt, ich bin aber bedürftig, küsst dich auf den Bauchnabel. Also ihr merkt beim Nein, wenn die Hand zum Nein wird, dass der Zeigefinger, muss immer gerade bleiben, eine Art von Schwelle hat hier, der geht dann nicht weiter beim Nein. Der Daumen hat keine Blockade, der kann also sich weiter an den Zeigefinger ranbewegen. Das ist beim Ja, können beide sich genau in der Mitte treffen. Und beim Nein bleibt der Zeigefinger hier stehen, Daumen kann noch und dadurch habt ihr eine verschiedene Antwort. Das hat was mit der Stadt Basel zu tun. Das ist also nicht nur regional, sondern das ist wirklich, ich nenne es mal Basel. In der Bereich. Vom Gefühl her komme ich eher auf das Land unter dem, also ich nenne es mal die Erde, unter dem Gebäude. Das ist jetzt mal als Beispiel. So, jetzt habt ihr wieder die gleiche Arbeitsweise wie vorher. Wir gucken wieder durch, wer von euch ist der Erste. Und wir kommen hier zu dem Thema Inhaber als allererstes. Das ist Thema 1. Das gucken wir uns als erstes an. Müssen wir dazu mehr wissen? Nein. Können wir das jetzt einfach auflösen? Ja. Wie gesagt, Ziel ist hierbei, dass wir am Ende alles lebendige Räume haben. Das heißt, wir müssen diese Arten von toten Räumen klären, damit am Ende alles hier in der Lebendigkeit ankommt. So, dann räumen wir mal auf. Er braucht aber viel. Die waren nicht alle glücklich. So, Thema ist erledigt. Das Thema haben wir durch. Nicht wundern, wenn es bei euch ein klein bisschen länger dauert. Ich habe das bei Kursen immer wieder erlebt. Die Teilnehmer arbeiten gerne bis zu ein, zwei Stunden an solchen Grafiken. Habe ich am Anfang auch gemacht. Wenn man das eine Weile macht, wird es ein bisschen schneller. So, den haben wir erledigt. Dann müsste sich ja dies hier vergrößern, wenn der Bereich frei wird. Jetzt gucken wir mal, rot. Rot geht jetzt wirklich weiter. Ja, also der Bereich ist jetzt auch schon rot. Lebendig geworden. Wer ist der Nächste? Stadt Basel möchte als Nächstes. Das ist Thema 2. Es geht über Basel hinaus in die ganze Schweizer Politiklandschaft rein. Das zog so durch die Erde sozusagen in das gesamte Land hinein. Reicht aber aus. Thema erledigt. So, das war mein Geschenk an die Schweiz. Der Bereich ist auch lebendig. Ihr seht, es wird immer mehr. So, als Nächstes nehmen wir mal dieses hier, was hier in dem Ort, was auch da viel mit zu tun hat, wie dieses Haus steht auch für eine Gemeinschaft, die sagt, das ist hier so unser Bereich, wir möchten nicht unbedingt andere Menschen reinkommen lassen, wir entscheiden, wer hier noch leben darf und das ist sozusagen so ein bisschen Platzhirschgehabe, was mit einer Rolle spielt. So, also der Platzhirsch ist die Nummer 3. Man könnte es auch Nationalismus nennen. Also, da kriege ich nicht alles, da ist mir nicht alles erlaubt zu tun. Ein Teil kann ich klären, ein Teil muss ich leider heute stehen lassen. Das heißt, wir können also so weit bis hier, das wird wieder lebendig. Und den Bereich, den muss ich einfach mal stehen lassen. Das heißt, das werden wir heute nicht öffnen. Das wird hier tot bleiben, da habe ich keine Erlaubnis, da reinzugehen. Würde ich diese Erlaubnis überschreiten, die nicht vorhandene Erlaubnis
diese Grenze überschreiten, dann würde ich einen Fehler tun und würde was auf die Fingerchen bekommen. So, das dürfen wir noch tun, das erste an die 4. Wie gesagt, also ob ihr jetzt das so aus dem Raum holt oder ob ihr jetzt da Heilmittel draufstellt, ob ihr euch, was ihr macht, das ist dann überlasse ich eurer Fantasie. Ich weiß, dass ihr alles habt, was ihr braucht in eurer Umgebung. So, 4, die Erde, was braucht die? Das Spannende ist, wenn ich sage die Erde, dann habe ich meinen Finger auf der Erde und gleichzeitig werde ich zu der Erde hier drunter, unter dem Gebäude und spüre das dann in meinem Körper, wie es dir geht. Das ist so spannend. Da braucht man keinen Fernseher mehr. Also auch keine Fantasy-Geschichten, weil man hat sie alle in sich. Das ist für mich eh so, es ist am Ende alles lebendig. Die Erde darunter, Basel, das sind alles lebendige Systeme. Und wenn ich sie so betrachte, kann ich immer schauen, wo hat ein lebendiges System eine Irritation und wo hat es was verändert sich, wenn ich eingreife in dem System? So, passt. Das Thema haben wir auch. Dürfen wir noch was machen? Ja, das als nächstes. Nein, das als ihr. Gut, gehen wir mal in die Vision, also die Hoffnung auf die Zukunft. Dieses Lagerfeuer, was da in der Zukunft schon brennt, an dem man sich schon wärmt. Reicht. Erledigt. Haken ran. Jetzt haben wir noch das hier. Nehmen wir das als letztes. Reichen. Gut, also wenn wir jetzt eine Kontrollgrafik machen, dann haben wir jetzt sozusagen dies alles wunderbar lebendig, bis auf dieses eine Tortenstück, was hier fehlt. Ihr seht, wir hatten also, als ich das Haus kennengelernt habe, das ist ein paar Jahre her, hatten wir eine Präsenz von 5%. Jetzt, das war bis hier, durch die Arbeit des Teams, was hier so wunderbar arbeitet, war eine Präsenz von 20 entstanden. Jetzt haben wir eine Präsenz von 85%. Also wir haben es sozusagen von 20 auf 85% Präsenz in hier gebracht. Ich glaube, der Raum jubiliert etwas. So, schreiben wir wieder unten ran. Zimmer. Ach ja, schreiben. So. Das ist der Marktplatz. Nach dem Krieg um 12 auf dem Marktplatz. Jetzt ist noch die Frage, wer erscheint? Wer kommt denn? Wen treffen wir da? Kommen wir mal zum Selbst. Das ist nämlich dann Nummer 4. So. Das Selbst. Beim Selbst, das ist ein etwas komplizierter in der Grafik. Das Selbst definiert sich auf der einen Seite durch die Seele eines Systems, ob es jetzt Mensch oder Haus ist, ja, oder Liebesbeziehung oder was auch immer, Firma oder was auch immer es ist. Wir haben die Seele. Die Seele ist sozusagen das Göttliche, was in dieses System eintritt. Dann haben wir die Identifikation, das ist das, wie dann das System diese Seele annimmt und sich damit identifiziert, sie zu eigen macht. Und als drittes haben wir den Klang, das ist das, was entsteht, wenn ich mich damit identifiziere und die Seele durch mich wirkt, entsteht eine Art von Klang. Ich transformiere es in eine höhere Ordnung, in eine höhere Qualität. Also sozusagen Vater, Sohn, Heiliger Geist, der Vater tritt ein, der Sohn nimmt das an, das Geschenk des Vaters und wandelt es in den Heiligen Geist. Das ist ein etwas freier Umgang mit diesen religiösen Worten, aber so kann ich sie nehmen und verstehen. So, wir haben also diese drei Räume. Wir haben die Seele, wir haben die Identität und wir haben den Klang.
Das sind die drei Systeme. So, das heißt, hier geht die Energie durch. Wenn wir das mal so malen, geht die Energie sozusagen hier, die kommt von hier und geht hier durch. So. Wenn wir uns das genauer anschauen, dann wird das am Ende ein Torus. Das heißt, ich habe hier eine Torusstruktur, das Innere eines Torus. Und hier geht die Energie durch und meine Präsenz ist hier. Und je kleiner ich bin, desto weniger Energie durchkommt. Und je größer ich werde, desto mehr Energie kommt durch. Jetzt haben wir drei Grundirritationen, die hier stattfinden können. Und die malen wir hier mal so ein. Das ist unser Testsystem sozusagen. Wir haben als erstes den Punkt, es könnte unvollständig sein, es könnte irgendwas verloren gegangen sein. Das haben wir immer wieder, dass bei der Seele was verloren geht. Ja, es gibt eine Verletzung, ein Trauma, ein Teil spaltet sich ab und verschwindet, nimmt etwas mit sich mit. Identität wird irritiert, wir nehmen andere Identitäten auf, wir tragen für andere, gerade so Kümmerer machen das gerne, dass sie für andere sich das Zeug in den Rucksack packen. Der Klang geht verloren, wir haben Fremdklänge drin und so weiter. Also das sind Irritationen, die stattfinden. Also das Erste ist das Unvollständige. Ich meine, es nennt es mal UV, unvollständig. Machen wir hier auch mal unvollständig. Das Zweite, was passieren kann, ist, dass etwas falsch ist, dass wir etwas für unser eigenes halten, was aber gar nicht unser eigenes ist. Zum Beispiel, wir haben eine Identität, wir glauben, wir sind, also zum Beispiel, ein 22-Jähriger kommt und sagt, ich bin mit meinem Studium unglücklich. Und ich teste ihn, sag mal bitte, ich bin ich. Nein. Wer bist du eigentlich? Ich bin mein Vater, ja. Dann hat er dieses Studium gewählt, weil sein Vater es nicht studieren konnte. Und er hat aus Liebe zum Vater dessen Identität angenommen und hat dann das Studium durchgeführt für den Vater, der es nicht durchführen konnte, kann natürlich nicht glücklich werden da. Wenn der seine eigene Identität zurück hat, wird er am nächsten Tag sein Studium hinschmeißen. Völlig logisch, ja? Weil er hätte etwas getan, aus einer falschen Identität heraus. Und das haben wir immer wieder. Als ganze Menschen können wir falsche Identitäten haben. Ich bin ich, nein, wäre dann beim Armlängentest eine Aussage. Es können Organe falsche Identitäten haben. Wir tragen zum Beispiel das Leid eines anderen Menschen in unserer Niere, die Wut eines anderen Menschen in unserer Leber, die Verletzung in unserem Herzen, die Trauer in der Lunge oder irgendwelche Gedankenmanipulationen in unserer Rübe. Völlig egal, dann haben wir dort fremde Identitäten, die dann einen, dann passt es nicht mehr zusammen. Also wenn meine Nieren eine fremde Identität haben, dann sind die nicht mehr eingebunden in mein System und funktionieren am Ende nicht mehr. So, insofern muss ich immer darauf achten, dass das, was zu mir gehört, auch mein eigenes ist. Von der Seele, von der Identität, vom Klang. Es kann also sein, dass was unvollständig ist, weil was verloren gegangen ist. Es kann was sein, dass ich etwas für mein eigenes halte, und glaube, das bin ich, dabei bin ich es gar nicht. Das wäre das Falsche. Und dann haben wir noch das Fremde, was eindringen kann in uns. Also der Junge, der da dieses Studium gemacht hat, der glaubte es selbst zu sein. Es kann aber auch sein, dass der Junge dann eine Freundin kennenlernt und die hat irgendwie mit ganz komischen Sachen zu tun. Und zunehmend geht dieses Fremde rein, er verliert sich in seinem Weg. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel für fremd. Oder man geht zu irgendeinem Guru-Meister, kommt anschließend gehirngewaschen wieder raus, hat dann die Identität des Meisters mit drin. Das wäre auch ein Beispiel, hat mit seiner eigenen Seele bezahlt. Da fehlt hier was und das Fremde ist eingedrungen. Man hält es auch noch für das eigene. Typisches Beispiel für so spirituelle Meister. So, wir haben jetzt also falsch und fremd hier drüben auch. So, was wir jetzt machen können ist, wir können jetzt für dieses wunderbare Zimmer schauen, wie es denn mit der Identität aussieht. Dazu haben wir diese Grafik, hier haben wir sozusagen das Abbild, was wir anschauen wollen. Hier haben wir die Testgrafik, die Testflächen und legen dann mal fest, was wir denn da so finden. Also, hier oben ist was, hier ist was, hier ist was. Das macht ihr jetzt bitte auch für euer Thema zu Hause. So, ich würde jetzt diese Punkte finden. Ist das vollständig? Nein.
Ich wollte abkürzen, Armlängentest sagt mir, nichts abkürzen, weitermachen. Nicht fuschen, bitte. Vollständig ja. Gut, wunderbar. Können wir ja beginnen. So, ihr kennt alle, einen großen Teil von euch kennt wahrscheinlich bei Momo den Beppo Straßenkehrer. Wenn er dann gefragt wird, wie er das schafft, dass er die ganze Straße kehrt, dann sagt er, er guckt immer nur auf den nächsten Schritt. Und am Ende des Tages ist die Straße plötzlich fertig. Und genauso machen wir das auch. Wir gucken immer nur auf den nächsten Schritt, also nicht, wie viele Kreuze sind hier drauf und um Gottes Willen, wie viel Arbeit, sondern wir fragen nur, wer von euch ist der Erste? Wer möchte als Erster dran sein? Der nächste Schritt. So, wenn ich das wieder frage, kann ich scannen. Die sind alle ruhig und sagen, nö, wir sind's nicht. Nimm mal den anderen, bitte. Der hier sagt, ich bin's. Test, ja, der ist es. Eins. Wieder das gleiche Prinzip. Kennt ihr ja schon, relativ einfach. Ich mache den Raum auf, werde zu dem Raum, bewege mich da drin und lasse die Heilmittel einwirken. Der Raum öffnet sich, es weitet sich, das Thema löst sich. Gut, erledigt. Das Thema Hammer. Das ist noch da. Das ist nicht mehr da. Interessanterweise hat sich das hier mit erledigt. Auch schon einen Kringel drum machen. Das ist noch da. Das ist noch da. Das ist noch da. Das ist weg. Auch ein Kringel drum. Das ist noch da. So, das nächste zu klärende Thema ist, wer von euch ist es? Bist du es? Nein, bist du es? Ja. Haben beide so ein bisschen geleuchtet, das ist stärker. Du bist es, okay. Also, du bist dran. Du bist Thema 2, was zu klären ist. Unvollständiges, was fehlt. Okay, Thema erledigt, das ist noch da, das ist nicht mehr da, das ist auch gleich mit weg, ist mit rausgeflogen, erledigt, erledigt, das hier noch da ist auch gleich rausgeflogen, ihr seht, ist eine Methode für Faule, also wir haben noch ein Thema zu klären. Bevor wir das klären, möchte ich euch nochmal hier zeigen, was wir gerade tun und wie sich das auswirkt. Und zwar, ich male euch mal hier ein, was von dem da war, also von der Seele ursprünglich, von diesem Raum präsent, ich male es mal blau ein, das mehr war nicht da, das war das Blaue, ist das, was von der Seele da war. Identität, ungefähr so viel. Klang, so der Bereich, das war das, was da war. Mittlerweile haben wir mit der Arbeit bereits jetzt auch. Hier fehlt noch was. Das ist alles da. Da fehlt was. So, das, so sieht es mittlerweile aus. Jetzt klären wir noch den letzten Punkt. Und gucken uns das Ganze wieder an. Fertig, ja. Erledigt. Kontrollieren wir nach. Das hier ist vollständig. Das ist vollständig. Das ist vollständig. So, dies heißt, die drei sind erstmal da. Jetzt haben wir den ersten Teil der Arbeit gemacht zum Selbst. Da können wir aber viel weiter gehen. Weil ihr seht ja, die drei sind zumindest so wieder da. Das ist das, wo man sagen könnte, okay, die Originalseele des Zimmers ist wieder präsent, kontrolliert mit dem Armlängentest, die Aussage stimmt auch. Die Originalidentität ist wieder präsent, ja, der Originalklang ist auch wieder präsent. Gut, aber es gibt einen Unterschied zwischen Original und ursprünglich gemeint. Wie war etwas ursprünglich gemeint? Die Urseele, der Urklang, die Uridentität, die war etwas größer. Das Ursprüngliche hat nämlich mal den gesamten Raum ausgefüllt. So, das, was den gesamten Raum ausfüllt,
Da geht ja auch die gesamte Energie durch. Und nicht nur ein bisschen, was in der Mitte noch übrig ist. Das ist der Unterschied zwischen an der Batterie lecken und ein Starkstromkabel anfassen. Also wer mit Batterie zufrieden ist, der lebt dann diese drei übrig gebliebenen Bereiche. Das nennt sich Originalseele. Also das, was übrig geblieben ist, wo ich sage, na okay, das ist das, womit ich klarkomme. Und die, die sagen, ich mag dann doch ein bisschen mehr, ich will wissen, was ursprünglich gemeint war für mich, wie ich ursprünglich gemeint war und was mein volles Potenzial ist. Das ist ja am Ende der Punkt. Die, die sagen, Starkstromkabel ist auch lecker, ich hätte ganz gerne alles wieder. Ja, damit bin ich klargekommen, hat mir ein paar spannende Lebenserfahrungen gegeben. Wird langweilig, weil wird eine Schleife, ja, da lerne ich nichts Neues mehr. Ich möchte mein gesamtes Potenzial. Das geht natürlich nur, wenn ich dann auch mit dem gesamten Energiestrom klarkomme, der da durchgeht. Und das ist Starkstrom. Ja, ich muss dann eben auch Integrität leben, um an dem Starkstrom nicht zu verbrennen. Und das ist der entscheidende Punkt. Je weniger Integrität ich lebe, desto weniger Präsenz kann ich mir leisten, weil ich nämlich sonst verbrenne daran. Das ist meine Verantwortung. So, wenn ich in die Integrität, also Ehrlichkeit zu mir selbst, Selbstliebe, ganz entscheidender Punkt. Ich muss beginnen, mich selbst zu lieben und zwar mehr als jeden und alles andere. Ganz wichtiger Punkt. Also nicht die Liebe zu anderen, die Erwartungen von anderen, wie man etwas tut, in den Vordergrund stellen, sondern immer gucken, was stimmt für mich eigentlich? Wo bin ich ehrlich und wahrhaftig mit mir selbst? Und wenn ich das lebe, dann kann ich mir auch einen Starkstrom leisten, ohne dabei kaputt zu gehen. Ja? So, deswegen bitte, da muss man genau gucken, wie viel kriegt man denn gerade gehandelt, wie viel Integrität möchte man leben. Kleine Erinnerung, das Wort Integrität beinhaltet ehrlich, authentisch, vollkommen, ganz, heil, ungebrochen, unbescholten, unkorrumpierbar und so weiter. Eine kleine Empfehlung, mal nachgucken im Wörterbuch, was da alles dahinter steckt. Es ist nicht nur Ehrlichkeit. Man kann mit dem Ganzen, und ich sage euch, wie das Ganze überhaupt heißt, das Ganze habe ich genannt E gleich L Quadrat, und zwar in Anerkennung von Einstein, und zwar seinem letzten Brief an seine Tochter, in dem er geschrieben hat, dass er die entscheidende Kraft übersehen hat und nicht beachtet hat, es ist die Liebe, und dass man die Formel E gleich mal C Quadrat ändern müsste und die Liebe in die Formel mit einbauen müsste. Und deswegen ist die Formel E gleich L Quadrat geworden. Also Energie aus das Quadrat, ist das Quadrat aus Leben und Lieben. Die Formel ist gekommen und so ist das Spiel auch benannt worden, was hier gerade ich euch noch so in Handgrafiken zeige und wo, wenn dieses Interview dann gesendet wird, vielleicht sogar die fertigen Grafiken da sind und irgendwann wird es das Spiel dann auch geben zum Spielen. Aber im Moment haben wir immer noch die Möglichkeit, es selber zu entdecken. Also, es gibt die Möglichkeit, dieses zu erweitern. Dazu muss ich mit dem ursprünglichen, was hier sozusagen, wenn das der Torus ist mit den Seele, Identität und Klang, dann muss ich zurückgehen und muss diese ursprüngliche Kraft abholen. Kann man in diesem Spiel machen. Ich möchte es jetzt nicht genauer erklären, weil ich jetzt nicht euch verleiten möchte, sozusagen die kleine spirituelle Arroganz in uns zu nähren. Ich bin erleuchteter als du. Darum geht es nämlich nicht. Es geht darum, dass wir diese Schritte, den Weg genießen. Und wenn ihr soweit seid, werdet ihr den Weg finden. Nur der Hinweis, man kann es eben aus diesem Schmalen hier auf das Weite bringen. Und dann wird das richtig schön interessant. So, damit haben wir dann geklärt. Wie gesagt, ich schreibe mal unten wieder ran Zimmer. Ihr schreibt euer Thema drauf. So, wir haben jetzt also das selbst geklärt. Also jetzt ist mittlerweile auch klar, wer nach dem Krieg um 12 auf dem Marktplatz überhaupt kommt. Ich hoffe, es ist das Leben, was euch da erwartet. Und dann fehlen noch zwei Schritte, damit es auch zu einer Party wird. Es fehlt nämlich als erstes fehlt der Schritt der Hingabe. Und das ist das Fünfte. Und das Fünfte nennen wir doch mal etwas bitterböse, Game Over. Das Spiel ist vorbei. Und das Spiel ist das Spiel von Kontrolle und Macht, was wir spielen und was wir erlauben. Also wenn ich mal eine Grafik dazu mache, wenn wir einfach mal eine ganz einfache, flache Grafik machen und sagt, okay, hier unten haben wir das Wort Hingabe. Hier oben haben wir das Wort Macht.
und Kontrolle, dann ist es erstmal für euch interessant, bezogen auf euer Thema natürlich, nur ihr müsst ja nicht für euch selber gucken, falls es zu peinlich wird, dann guckt euch nur das Thema an, wie weit dort Macht und Kontrolle eine Rolle spielen. Wenn ihr mutig seid, guckt es bei euch selber auch an. Also, Macht und Kontrolle kaschieren Angst. Und das Gegenteil von Macht und Kontrolle ist nicht Liebe. Das Gegenteil von Macht und Kontrolle ist Hingabe. Hingabe ist wertneutral. Egal, was das Leben uns schenkt, Leben, ich vertraue dir. Und das ist die Voraussetzung, dass wir unsere Lebensaufgabe leben können, dass sie uns findet, indem wir sie erlauben können. Und das ist auch, Hingabe ist die Voraussetzung für einen Flow-Zustand. Nur wenn ich in der Hingabe bin, kann ich Flow-Zustand leben, weil Flow ist, ich gebe dem Leben die Verantwortung. Sage, bitte führe du mich, du weißt es doch sowieso besser. Und manchmal wirst du mich zum Lachen bringen und manchmal wirst du mich zum Weinen bringen. Du wirst schon wissen, was passt. Und wenn ich in der Lage bin, zu beidem Danke zu sagen, großartig. So, und das nennt sich dann Flow. Das ist alles, das ist das Geheimnis von Flow, ist die Hingabe ans Leben. Ich kann mich aber nur hingeben, wenn erstens der Krieg beendet ist, zweitens wir uns auf 12 Uhr geeinigt haben, drittens auf den Marktplatz geeinigt haben und sogar noch präsent sind. Vorher geht das gar nicht. Ja? Deswegen die Reihenfolge der Schritte. So, wenn ich jetzt diese Skala nehme, wenn ich diese Räume nehme, wie viel Macht und Kontrolle und zwar ausüben, wir machen das mal wieder, als Opfer- und Täterbereich, ausüben und erlauben, ja, dann komme ich bei diesen Räumen hier ungefähr auf 94%. Macht und Kontrolle, die hier eine Rolle spielen. Das heißt, hier ist kein Flow-Zustand. Das ist einfach ein sehr kontrolliertes, machtbezogenes System, was hier stattfindet noch. So. Es gibt Menschen, die leben fast nur aus Macht und Kontrolle heraus. Die sind unerträglich. Die müssen ja alles kontrollieren, alles bestimmen, manipulieren, vorgeben, und zwar anderen Menschen gegenüber, ihren Familien und Teams gegenüber, aber auch dem Leben gegenüber. Das heißt, die müssen ständig das Leben kontrollieren. Ich meine, ich war auch mal in der Art. Ich musste immer schon Wochen vorher wissen, was meine Weihnachtsgeschenke sind. Am besten habe ich sie meinen Eltern genau gesagt, was ich haben möchte, damit ich auch bekomme, was ich haben wollte. Da war noch nicht so viel mit Vertrauen in meiner Jugend. Ja, das kam erst über die Jahre. So, wir haben also Menschen, die sind hier oben in dem Bereich und haben unglaublich viel Macht und Kontrolle spielt für sie eine Rolle. Das sind für mich ehrlich gesagt die langweiligen Menschen. Die interessanten Menschen haben wir hier unten. Die liegen in dem Bereich. Ich habe noch keinen kennengelernt, der nur aus Hingabe besteht. Ich habe aber noch keinen gesehen, der übers Wasser läuft. Also das sind Menschen, die haben irgendwo in diesem Bereich noch Themen. Da sind noch Ängste da. Die sind aber in der Lage, das zu reflektieren, zu erkennen und leben aber einen Großteil ihres Lebens aus der Hingabe heraus. Und dann habt ihr Menschen, die irgendwo dazwischen suchen. Die Interessanten, wie gesagt, für mich sind die hier. Weil die nämlich Instrument der Schöpfung werden. Das heißt, da kommen geniale Ideen durch sie durch. Das sind sozusagen Menschen, die in der Hingabe leben, erlauben können. Und Kreativität ist immer das Erlauben von etwas, was durch uns hindurchkommt. Das machen wir nicht. Sondern wir erlauben, dass Kreativität uns als Kanal, als Instrument verwendet. So, also die spannenden Menschen mit den tollen Ideen, die sind hier unten. Die hier oben sind vielleicht in kurzer Zeit erotisch, aber dann wird es langweilig, ehrlich gesagt. So, schauen wir mal weiter. Als Grafik. Ich hader gerade noch so ein bisschen, weil unsere Grafik sich auch immer noch wandelt. Aber wir machen mal folgende Grafik. Wir nehmen mal die liegende 8. Das wäre ein Ausdruck des Flow-Zustandes, der Hingabe, dass man einfach sagt, okay, Leben, egal was ist. Es darf sein. Und wenn ihr diese Bereiche hier wie so eine Art Strudel, Trichter verseht, ja, wo es sozusagen reingeht, reinzieht, dann nennen wir die Seite die Täterseite, das T, und die Seite wieder das O. Hier, wo ich selber Kontrolle ausübe, oder hier, wo ich Kontrolle und Macht über mich erlaube oder erlaubt habe. Haben wir alle. Braucht ihr nur zurückgehen in die Kindheit. So, wo finden die statt?
Wir haben also jetzt hier, wir müssen jetzt ein bisschen noch malen. Wir haben hier Bereiche. Wir haben also hier den Bereich, dass es in den Games and Tricks gespielt wird. Das heißt, wir haben hier diese beiden Kreise, die wir schon in Games and Tricks, zeige ich euch nochmal, die beiden, die malen wir jetzt hier rein. Das machen wir auf beiden Seiten. Als nächstes haben wir das in dem Bereich jetzt. Der nächste Ort, wo das stattfindet, ist das hier. Ich erkläre es euch gleich, wie es funktioniert. Ja, ich male einfach nur mal diese Scheiben ein hier. So. Und das nächste, was stattfindet, ist das Selbst. In den Bereichen finden diese Machtspiele statt. Und die Machtspiele finden statt zum Beispiel, wenn jetzt kommt eine Freundin zu euch, erzählt euch von ihrem Ehedrama, was ihr seit 5 Jahren hört, immer wieder die gleichen Worte und zerrt euch damit in ihre Räume hinein. Anschließend merkt ihr, dass irgendwas nicht mehr stimmt. Ihr wart gerade so schön ausgeglichen, relaxed, entspannt, ganz frisch meditiert, frisch geduscht, frisch meditiert. Und plötzlich merkt ihr, nach diesem Gespräch mit der Freundin habt ihr eine Nervosität, eine Unruhe, verletzt euch beim Brotschneiden, irgendwas stimmt nicht. Und ihr merkt, ihr seid ja gar nicht mehr da. Ihr seid nicht mehr im Hier, sondern ihr seid durch das Zuhören ihres, sie hat wieder mal dramiert, Drama gespielt. Ja? Ich finde das Wort dramieren ist so schön. Heute schon dramiert. Sie hat also dramiert und ihr habt es erlaubt. Und weil ihr es erlaubt habt, hat sie euch in die Räume reingezogen und gemolken energetisch. So, das heißt also, sie hat hier in diesen Räumen, hat dort blockiert. Ja, bei Täter oder Opfer. Genauso findet das im Selbst statt, dass Menschen, dass wir andere sozusagen unsere Identität denen überhelfen oder es erlauben, dass andere es mit uns spielen. Ja, also in dem Moment, wo ich zum Beispiel ein Kümmerer bin und sage, du schaffst das eh nicht, ich muss es für dich tragen, armes Wesen, sage ich doch nichts weiter als gib mir einen Teil von deinem Leid. Ja? Ich nehme das gerne auf in dich, deine Themen in mich, damit auch deine Identität und alles. Das zum Beispiel. Oder in der Zeit. Weißt du noch, wenn die Geschwister sich treffen, als du 5 Jahre warst, hast du mich gekratzt. Ja? Oder in der Beziehung. Vor 3 Jahren, als wir uns gehochzeitet haben, als wir geheiratet haben, hast du mir versprochen, dass wir bis zum Lebensende und immer. Und jetzt machst du das, du Sau, du. Das ist doch auch, da wirst du zurückgezogen in der Zeit, in was Fremdes, in was Altes. So findet also in diesen Räumen das genauso statt. So, jetzt können wir schauen. Jetzt gehen wir wieder mal durch. Wir haben unsere Testgrafik. Wir haben also hier wie Trichter, ja, die so am Ende diese Sachen haben. Das sind die Trichter, die untergehen. Das Spannende ist, die beiden Trichter sind unten miteinander verbunden. Das male ich euch mal ein. Jetzt wird es nämlich witzig. Sozusagen, ich kann das, muss das mal so seitlich malen, ja, das ist so, dass ihr das seht. Das heißt, hier geht so ein Trichter runter. Das ist dies hier, sozusagen, wenn ich das hier kippe, dann seht ihr es so. Ja? Das heißt, das ist, finde ich, so witzig, weil der Täter und das Opfer sind durch eine Verbindung, durch einen Handgriff miteinander verbunden. Das sind wie diese Teile, die man benutzt, um Glasscherben zu transportieren. So randocken. Ja, die haben auch so einen Griff. Das haben wir hier so und das hatten wir sogar hier auch so. Bei Games and Tricks ist es nämlich genauso Opfer und Täter. Auch hier haben wir diese beiden Scheiben, die am Ende miteinander verbunden sind. Also die beiden sind genauso miteinander verbunden. Opfer und Täter lassen sich nicht getrennt voneinander betrachten. So, jetzt können wir mal gucken, wo hängt denn mit diesen Räumen hier noch irgendwo etwas fest? Es hängt mit Sicherheit in der Zeit hängt noch was. Hier hängt auch noch irgendwas. Da hängt noch was. Hier hängt noch was und hier auch. Das ist sozusagen, als ob man aus einer Metaebene nochmal diese Spiele, die wir jetzt schon gespielt haben, also Schritte 1 bis 4, nur bezogen auf das Thema Macht und Kontrolle nochmal gegencheckt. Das machen wir gerade. Also wir sozusagen aus einer höheren Perspektive nochmal eine Gegenkontrolle. Und wir werden nochmal fündig. Und ich gehe davon aus, dass ihr es zu Hause mit eurem Thema auch werdet. So, haben wir irgendwas vergessen? Reicht jetzt. Gut. Wieder altes System, wer ist der Erste und wer möchte? Ich bin's, gut, du bist Nummer 1.
darfst als Erster wieder in das Thema eingehen, eintunken, eintauchen, die Heilmittel aktivieren. Und wie gesagt, wenn euch das Virtuelle zu viel ist, also Innerweis gibt es auch als App, Basis-App, einfach mal runterladen, kostet nichts. Gibt auch gedruckte Werkzeuge im Buchhandel und könnt ihr alles verwenden, aber ich glaube, ihr habt sowieso Werkzeuge. So, Thema ist erledigt. Dann müsste sich ja hier schon was verändern, wenn hier sich was klärt. Macht's auch. Wir sind nämlich jetzt schon hier. Das heißt, wir haben das Stück schon zurückgelegt. Das Thema ist erledigt. Das ist noch da, das ist noch da, das ist noch da. Das ist nicht mehr da, das haben wir auch mit erledigt. Gut. Der nächste ist der. Ich gehe wieder durch mein virtuelles Rad der Heilsysteme. Okay. Auch erledigt, wir kommen jetzt schon bis hier. Das ist sehr schön. Ist das noch da? Nein. Ist das noch da? Nein. Müssen wir noch mehr machen hier? Nein. Das heißt, wir haben es geschafft, in Macht und Kontrolle von 93% auf vielleicht, sagen wir mal, 38% zu kommen. Das ist toll. Wenn ich in so ein Haus eintrete, was viel weniger Macht und Kontrolle ausübt, dann fühle ich mich doch viel freier. Leichter, unbekümmerter, unbedrückter. Das heißt, ich habe eher das Gefühl, ich kann mich ausdehnen. Nichts drückt an mir, nichts zerrt, nichts verschiebt, nichts verdreht mich. Ich kann ich selber bleiben und könnte sogar in diesen Räumen jetzt denken, also kreativ denken, ja? Was vorher nicht geht, weil ich müsste gegen die Räume mich wehren. Jetzt kann ich mich aufmachen und hingeben, weil die Räume keine Gefahr mehr darstellen. So, das haben wir auch. Thema 5. Und der letzte Schritt und dann seid ihr erlöst. Der sechste. Der sechste, den nennen wir einfach mal Energie, ist das Quadrat aus Leben und Liebe. Quadrat. Jetzt wird es ein bisschen komplexer. Das war das kleine Vorspiel. Indem wir jetzt mal zusammenfassen. Wir haben also das Thema Integrität uns angeguckt. Wir haben Danke gelernt zu sagen. Das schreiben wir mal als Erstes. Danke. Danke, Leben, für alles, was du mir geschenkt hast. Ich habe Integrität gelebt. Ja, das ist diese erste Scheibe. Das nennen wir mal Integrität. Durch die Integrität, erinnert euch an das Selbst, ja, dieses, dass die Seele wieder da ist hier, das gehört auch dazu, bin ich an den Punkt gekommen, dass ich mich selber liebe. Das heißt, ich bin zur Selbstliebe gekommen. Jetzt ist das ja alles schön und gut. Jetzt ist die Frage, setze ich es auch ins Leben um? Das heißt, die nächste Scheibe, die ich habe, ist dann die Präsenz. Und die Präsenz besteht aus drei Anteilen. Aus Leben, aus Lieben und aus Tun. Etwas tun. Also was nützt es mir denn, wenn ich mir das alles irgendwie virtuell vorstelle und dazu meditiere, alles schön und gut, ich muss es im praktischen Leben umsetzen. Wir haben das Danke. Wir sind durch Integrität zur Selbstliebe gekommen. Jetzt sind wir in die Präsenz gekommen. Und durch die Präsenz komme ich in die Hingabe. Weil ich mich selber liebe, kann ich mich dem Leben hingeben. Also nicht dieses, ich gehe jetzt mal, übergehe das Ego und komme gleich zur Hingabe. Nee, nee. Erst selber lieben, ja, das Auskosten,
da ankomme. Und wenn ich das tue, kann ich mich einem größeren Prinzip unterordnen, kann sagen, weil ich mich selber liebe, kann ich mich dem Leben hingeben. Wenn ich hier bin, dann kann der nächste Schritt kommen. Der nächste Schritt ist dann der Lebensweg. So, bin ich auf meinem Lebensweg? Ist der Lebensweg offen? Ja? Bin ich nirgendwo abgeglitten, in eine Sackgasse reingerutscht, lebe das Leben eines anderen, sondern bin auf meinem Weg? Das ist Schritt Nummer 3. Und wenn ich auf meinem Weg bin, dann bin ich in der Lage, die Verantwortung anzunehmen für das, was man dann Lebensaufgabe nennt. Und diese Verantwortung annehmen, malen wir mal als so eine Art Spirale, weil da darf man reinwachsen, das ist kein so leichter Prozess. Das nennen wir mal die Verantwortung. Verantwortung leben können für das, was uns dann wählt. Und wenn ich das geschafft habe, dann kann Lebensaufgabe mich finden und sagen, wow, du bist bereit für Lebensaufgabe, wie großartig. Du hast es geschafft, die Spiele und Tricks und den ganzen Krieg zu beenden. Fantastisch. Du hast es geschafft, im Jetzt anzukommen. Du bist da. Ja, du bist im Hier, du bist du selbst, du lebst dein Potenzial, du hast entdeckt, was das Ursprüngliche in dir ist. Du hast dann nochmal kontrolliert, dass du auch nicht irgendwo noch Kontrolle oder Macht zulässt. Und jetzt bist du bereit, diese Schritte alle zu leben, zu sein. Du wirst dieses hier. Dann kann ich dich ja beschenken. Mit etwas unglaublich Schönen und Großen, was sich Lebensaufgabe nennt. Und das heißt deswegen Lebensaufgabe, weil man mit seinem Leben haftet. Klingt ein bisschen bitterböse, aber ist der Fall, weil in dem Moment, wo die Lebensaufgabe dich gefunden hat, bist du für sie verantwortlich geworden. Und wenn es der Lebensaufgabe dann nicht gut geht, hast du die Schmerzen und wirst du krank. Das musst du einfach wissen. Du bist verantwortlich geworden für etwas, was nicht nach 2 Jahren keine Windeln mehr braucht und mit 18 ausgezogen ist, sondern was so lange bei dir bleibt, bis du damit fertig bist. Tag und Nacht. So, und deswegen sollte man vorher genug Party gemacht haben, damit man dann in der Lage ist, zu sagen, okay, ich bin jetzt bereit für etwas, im Englischen nennt sich es auch so bigger than life, also dieses Übermenschliche, dafür die Verantwortung zu tragen. Das will nicht jeder und muss auch nicht jeder, weil das hat einfach auch Konsequenzen. Es bringt unglaublich viel Sinn und Freude und Energie, alles richtig. Aber es heißt eben auch, dass am Ende immer die Lebensaufgabe entscheidet, was getan wird. Nicht mehr, was du willst, wird gemacht. Dein persönlicher Wille, wenn der mit dem übereinstimmt, was die Lebensaufgabe möchte, kann es stattfinden. Wenn der davon abweicht, was die Lebensaufgabe möchte, heißt es, die Lebensaufgabe gewinnt immer. Die sagt, wo es lang geht. Wenn du jetzt Eis essen möchtest und die Lebensaufgabe sagt, nein, wir müssen jetzt los, da wartet eine Begegnung auf uns beide. Eis gibt es später. Na gut, dann gibt es eben Eis später. Ich will jetzt aber Eis. Ja, das funktioniert noch nicht mehr. Ich will jetzt aber Eis. Sondern dann ist es okay, du hast recht, wir gehen jetzt dorthin und gehen, lass uns auf die Begegnung ein. So, das wäre Lebensaufgabe. So, das ist so, das ist ein Weg. Und das nennt sich, das Ganze nennt sich E gleich L Quadrat. So als neuestes Innerweiß-Spiel kommt im Frühjahr 2018 haben wir es draußen. Ist ein wunderschöner Weg, gerade mit den Grafikern das zu entwickeln und zu erleben. Und in Kursen auszuprobieren. Das ist das, was wir morgen auch wieder in der Schweiz machen. Eine wunderbare Gruppe durch dieses Spiel durchführen. Und das ist meine Einladung an dich, egal welches Thema du jetzt hast, ob Pickel oder leeres Konto oder geschrottete Beziehung, dich auf diesen Prozess einzulassen und die Themen damit mal durchzuschauen. Also diese Schritte 1 bis 6 durchgehen, auch den 6. Und es kann sein, dass du am Ende feststellst, ja, Integrität, das passt, da bin ich. Hier hängt es noch im Tun. Was müsste ich tun? Was muss ich konkret verändern? Nicht nur energetisch mir vorstellen, sondern dann heißt es auch wirklich, es zu leben. Dann muss ich mein Leben verändern. Ja, dann muss ich den Mut haben, etwas anders zu tun als bisher. So, wenn ich das mache, kann ich mir den Lebensweg anschauen. Vielleicht blockiert der ja noch. Den kann man sich auch vorstellen. Ist man auf dem Weg? Und dann merkt man, oh, da ist noch ein Widerstand auf dem Weg. Ja, wenn das hier der Weg ist,
meine Hand bewegt sich durch und ich gehe den lang und merke, da ist ein Widerstand. Wenn da schon ein Widerstand ist, dann fahre ich sozusagen mit 180 auf eine Mauer zu. Ja, dann nehme ich doch die Mauer lieber weg, bevor ich darauf crashe. So, den kann man sich anschauen und man kann auch den als eigenes Wesen therapieren. Also ihr könnt auch den Lebensweg nehmen und den durch diese Schritte 1 bis 5 durchlaufen lassen. So, bis ihr dann da hinten ankommt. So, das ist mein Geschenk heute im Rahmen dieses Flow Summits für euch. Mit meinem Verständnis, was Flow ist, nämlich dieser Punkt der Hingabe und der aber am Ende nur darauf vorbereitet, so verrückt zu sein, eine Verantwortung anzunehmen, die größer ist als ihr selber. Und ich mache das jetzt schon ein paar Jahre und ich habe mehrfach die Lebensaufgabe auch schon fertig. Das ist nämlich auch was, was dann eintreten kann, wenn man dann durch ist. Dann hat man das Gefühl, man ist durch, eigentlich könnte man auch sterben. Und ich habe mir immer gedacht, der Körper ist noch fit, macht noch Spaß, geht alles noch, ich gebe mir eine neue. Ja, dann kommt man so in den Bereich der Kür und dann kann man das Leben auch etwas entspannter betrachten. Und wenn man dann wieder fertig ist, kann man wieder eine wählen. Also das muss dann nicht aufhören, wenn die Lebensaufgabe mal fertig ist. Es gibt so viele großartige Aufgaben, die darauf aufbauen können. Und man kann dann halt nach der ersten auch die weiteren durchführen. Und es sind die interessantesten Menschen weltweit, die ich getroffen habe, die in diesem Stadium der wiederholten Kür sind. Da ist eine Fülle und ein Reichtum da und eine Inspiration und vor allem eine Weite in der Sicht des Lebens. Und darauf möchte ich euch einladen, auf diese Weite. Insofern, dieser ganze Weg, die Schritte, die Verantwortung, alles, was es bedeutet, der Preis ist hoch. Das ist richtig. Und ihr werdet hier Entscheidungen treffen müssen, die werden andere, die auf diesem Weg nicht sich befinden, sondern irgendwo geschrottet sind in den Systemen, nicht verstehen können. Die werden sagen, ist doch alles wunderbar, ist doch sicher. Wir haben doch hier unser Haus abbezahlt und der Job ist sicher, du bist verbeamtet. Und du sagst, nein, ich schmeiß den Job hin und ich ziehe aus. Ja, ich ziehe in eine Gartenlaube auf den Berg, weil da geht es mir gut. Das werden Schritte sein, die werdet ihr tun und die werden nicht alle verstehen. Und ihr werdet eine Art von Einsamkeit auch erleben, weil Menschen, die eben nicht auf diesem Weg sind, sie nicht verstehen können. Das kann man denen nicht übel nehmen. Aber es gibt viele großartige Menschen auf der Welt, die in der Lage sind, euch zu verstehen und euch in diesem Weg zu begleiten. Und das ist meine Einladung. Also lasst das los, was nicht mehr stimmt. Das ist es nicht wert. Es hält euch nur davon ab, das zu erleben, was auf euch wartet. So, viel Spaß damit.